Ja, ich möchte heute über gesunde Lebensmittel sprechen, also wenn man gesund abnehmen möchte, also nicht hungern will, aber trotzdem abnehmen möchte. Hehehe. Hohoho. Genau. Jedenfalls, also gut, ich fange mal an. Gute Lebensmittel, also man sollte am Tag möglichst viele grüne Punkte sammeln, möglichst wenige rote Punkte. Grün wäre zum Beispiel Wasser, Gurke, Tomate, Suppe, Reis, Tee, Salat, Himbeeren, Erdbeeren, Apfel, Banane, Nüsse, Kohlrabi, Ananas, Kokos, Müsli, was ist das? Kann ich gerade nicht lesen. Ach, Zitrone pur, Weintrauben oder Orange. So, und dann macht man in die Liste am Tag halt immer die grüne Punkte oder rote Punkte hin. Und man muss immer versuchen, möglichst viel Grün, auf jeden Fall mehr Grün zu essen als Rot. So, rotes Essen ist Cappuccino, hat immerhin 80 Kilokalorien. Dann Burger King Pommes, Long Chicken, Kaffee mit Zucker, Pudding, Fleisch, Käse, Eis. Pralinen, Schnaps, Wein und Alkohol. Alkohol hat viele Kalorien, das wissen viele Menschen nicht, aber das ist so. Genau, Alkohol. Dann Getränke wie Cola, Fanta und Sprite und so weiter. Süßigkeiten mit Zucker generell. Nudeln haben auch viele Kohlenhydrate und viele Kalorien. Kartoffeln habe ich auch mit darunter gezählt. Kuchen und Torte, Fertiggerichte allgemein. Also Fertiggerichte haben generell viel Zucker und sind ziemlich kalorienhaltig. Genau. Und da muss man eben immer versuchen, da schreibt man dann jeden Tag auf, das Datum sozusagen an dem Tag und was man gegessen hat. Also man schreibt alles auf. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Burger King war, wichtig, Pommes ist ein roter Punkt. Cola ist ein roter Punkt, Long Chicken ist ein roter Punkt, Cheeseburger ist ein einziger roter Punkt. Das heißt, wenn man dann vier rote Punkte hat bei einmal McDonald's volles Menü, muss man das dann ausgleichen mit mindestens vier anderen grünen Punkten hier, ja? Also das heißt, man muss dann zum Beispiel hier viermal richtig viel Gurke essen oder sehr viel Tee trinken, sehr viel Salat essen oder man muss halt Beispiel ja, also möglichst Obst oder Gemüse wäre ganz gut. Gemüse ist natürlich am allerbesten. Also zum Beispiel, wenn man da viermal Salat isst als Ausgleich an dem Tag, damit man eben vier grüne Punkte hat an dem Tag. Weil man merkt ja auch, wenn man viel grüne Punkte isst, dass man auch satt wird. Also man wird satt, wenn man viel Gurke oder so isst. Da hat man dann auch keinen Hunger. Man hat natürlich schneller Hunger, als wenn man jetzt Fleisch gegessen hat, ne? Also diese Liste hier, die macht eigentlich ziemlich satt und man bleibt eigentlich lange satt. Aber vom Preis her ist das hier alles eigentlich teurer als das hier. Davon isst man natürlich öfter, ist aber eigentlich auch günstiger. Zum Beispiel Wasser ist ja kostenlos. Tee zum Beispiel ist extrem günstig, hier Tee. Da spart man auch sehr viel Geld, wenn man sich so ernährt. Salat ist auch nicht besonders teuer. Himbeeren kommt drauf an, saisonbedingt. Apfel ist nicht so mega teuer. Banane kommt drauf an, woher. Nüsse sind manchmal teuer, muss man halt gucken. Ananas ist nicht so teuer auf dem Wochenmarkt, nur 1 Euro eine Ananas, muss man halt selber schneiden. Ja, genau. So ist es. Also am Ende lebt man mit Wasser eigentlich auch recht günstig.